30 Folgen. 24 Angler. Vier Gruppen. Was für ein Fight. Drei Zielfische. Ein unglaublicher Zuschauerpreis und ein Pokal. Der YouTube Predator Cup 2021 wird präsentiert von Finnwal, LMAB und hechtundbarsch.de. 24 Angler sind angetreten, zwei sind übrig geblieben. Doch nur einer wird YouTube Predator Cup Champion 2021. Und zwar heute. Viel Spaß mit der 30. und damit letzten Folge des YPC 21. Hallo liebe Zuschauer, wir grüßen dieses Jahr ein allerletztes Mal, denn heute ist das Finale, heute ist das Rückspiel zwischen Dustin Schöne und Jan Pusch. Heute Abend wissen wir, wer den Pokal mit nach Hause nehmen darf. Und wir hatten im Hinspiel jetzt nicht wahnsinnig viele Fische, drei sind es geworden, die in der Wertung gelandet sind. Du brauchst noch einen Hecht und du brauchst noch Barsch und Zander. Also wir haben wirklich völlig unterschiedliche Ausgangslagen. Die Fische haben nicht wahnsinnig gut gebissen, aber bei der Begrüßung der beiden Kontrahenten heute wurde eigentlich schon viel Optimismus versprüht. Ihr habt beide gesagt, ihr so vom Wetter her, von den Bedingungen her, habt ihr im Gefühl, dass heute gut gefangen wird. Du fängst an. Wir sind hier an einem Spot, wo wir mit Landry schon geangelt haben. War sein Spot damals? Im Halbfinale, genau. Genau. Und hier kam Zander raus. Also das ist ein typischer Zander-Spot, weil ich brauche noch Zander. Dustin kann auch noch ein paar Zander gebrauchen. Also wir werden hier jede Menge Spaß haben. Aber die Besonderheit ist, wenn ich in Führung gehen sollte, dann bestimmt Dustin den Spot. Und dann gehen wir, denke ich, mal Hecht angeln. Habe ich auch richtig Lust drauf. Richtig Hechte zu fangen. Das ist völlig richtig, was Jan gesagt hat. Also es reicht bereits ein 45er Zander für Jan, um die Führung zu wechseln. Dann entscheidet Dustin und dann braucht man kein Hellseher sein, um zu wissen, dass Dustin dann auf Hecht angeln würde. Aber dafür musst du jetzt erstmal einen Zander fangen. Mach das mal relativ Du wirst schnell. Das natürlich auch probieren. Kannst dich aber auch hinsetzen und eine Cola trinken und ja, auf den Zander von Jan warten. Nee. Ich denke, du hast auch erst zwei Fische in der Wertung und deswegen wirst du wahrscheinlich auch versuchen, Zander zu fangen. Auf jeden Fall. Alles klar, dann würde ich sagen, können wir loslegen. Wir haben 9 Stunden Angelzeit. Sollte es einen Führungswechsel geben, was nicht total ausgeschlossen ist, glaube ich, bei der Enge der Ergebnisse, dann gibt es noch mal eine Stunde extra. Und heute Abend, spätestens um 18 Uhr, wissen wir, wer den YouTube Predator Cup 2021 gewonnen hat. Los Viel geht's! Erfolg, mein Freund. Wünsche ich dir auch. Es wird Spaß. Es wird Spaß geben hier. Ja, jetzt hier am ersten Spot. Der sieht natürlich super aus. Hier ein bisschen Strömung drauf. Jetzt bläst hier gerade Wasser durch. Ich kenne den nicht, aber hier wird Fisch sein, sonst würde Jan hier nicht hergehen. So, dann war der erste Biss da. War es doch einer, habe ich gerade schon gedacht. Ich bin auf jeden Fall sehr nervös. Es ist alles noch offen, extrem eng. Und deswegen werde ich mich mal jetzt hier weiter aufs Angeln konzentrieren. Und eigentlich muss ich sagen, wäre es mir sogar ein bisschen lieber, wenn Jan jetzt den ersten Fisch fängt. Weil dann kann ich direkt Hechte angeln gehen und habe die Sache dann eventuell schon mal abgehakt, weil das bereitet mir jetzt noch Kopfschmerzen. Irgendwie muss ich mir den Hecht heute noch erarbeiten. Oh! Ja, da war der erste Fisch drauf für mich. Ja, Zander. Dustin hat eben gerade schon Kontakt gehabt, hat einen Fisch drauf gehabt. Also der Spot ist gut. Wir starten ja jetzt morgens hier um 8 Uhr. Und ich habe ein gutes Gefühl. Es geht gerade die Schleuse auf, also da kommt richtig Druck auch raus. Wir werden bestimmt was fangen. Und ich hoffe, dass ich hier einen Zander fangen werde. Und ja, streng mich natürlich an. Hab jetzt ein bisschen schwerer, Fisch jetzt ein bisschen schwerer. Bisschen mehr Gewicht. Ich meine, das sind 18 Gramm jetzt, weil einfach die Strömung so hart ist, um auch gut runterzukommen. Also es ist ein absolut wahnsinniges Match mit Dustin, muss man schon sagen. Er braucht den Hecht, ich brauche noch Zander und Barsch. Es ist alles noch offen hinten raus.
Und die Bedingungen heute sind echt gut zum Angeln eigentlich. Wir haben drückendes Wetter. Vielleicht wird es auch ein bisschen anfangen zu regnen nachher. Aber das ist ja schön beim Angeln. Wenn es auch ein bisschen regnet, werden die Fische beißen vor allen Dingen. Also drückt mir weiter die Daumen hier. Da war ein Biss. Viel zu laut. Die müssen so klein sein, die Fische. So richtig in der Spitze, papp! Jan, ich habe gesehen, du bist hier ziemlich in Bewegung, läufst auf und ab und ich habe auch gesehen, du fischst einen Jigspinner. Jetzt, ich habe einfach mal umgebaut. Also man muss ja flexibel fischen. Sowieso, um das Format zu gewinnen, musst du echt flexibel fischen. Und das hat mir viel gebracht. Verschiedene Techniken mal ausprobiert. Und deswegen habe ich es auch einfach getestet. Aber du versuchst auch mit dem Jigspinner jetzt einen Zander zu fangen oder denkst du auch, dass du hier einen Barsch... Ja, oder vielleicht geht ein Hecht drauf. Habe ich auch schon mal gehabt, dass ein Hecht drauf gebissen hat. Also es ist ein Zander-Spot, definitiv. Aber wenn die Zander nicht so aktiv sind, vielleicht irgendwie so einen Jigspinner zu nehmen, um einfach ein bisschen mehr Druck zu machen. Ne? Der vibriert ja hinten so und deswegen. Ne? Alles klar, jetzt hast du ein bisschen, ich hab ein bisschen Kraut eingesammelt. Oder ein Stück Kescher oder so. Ja, irgendwie sowas. Ein bisschen Tau vom Boot. Ja. Das gibt's halt hier auch, ne? Aber ich werde gleich wieder auf Gummifisch setzen. Bringt aber keine Punkte. Nee, das hat einen Biss gehabt auf Gummifisch. Also die Zander sind aber noch nicht so aktiv, warum auch immer. Ich weiß es nicht. Vielleicht liegt es doch am Wetter, vielleicht ist es doch gar nicht so einfach. Wir werden sehen, was heute passiert, ne? Ein bisschen bleiben wir noch hier am Spot und so weiter und ziehen hier durch. Oh, bitte. Geil. Den Biss habe ich gesehen. Kann mir den Kescher geben? Toni? Schöner Fisch. Danke. Wir reden doch gerade darüber. Mann. So richtig zersenken das Ding. Der hat aber voll genommen. Der sinkt, der taucht ein bisschen. Geiler Biss. Er hat ihn auch voll genommen. Das war ein richtig Hardcore-Biss. Oh, der Köder ist auch weg. Ein geiler Fisch. Petri. Dank, dank. Ja, auch richtig weggezimmert. Es ist jetzt taktisch mir gar nicht so lieb, wenn ich ganz ehrlich bin. Na klar, freue ich mich über den Fisch. Aber das Problem ist, so komme ich erstmal nicht zu meinen Hechtstellen. Guck mal, der Köder ist komplett weg. Komplett. Der hat den Predator weggezimmert. Das ist ein Predator 35 in C04. Hier. 56. 56er Zander. Kein Riese, aber wichtige Punkte. Mal gucken. Den lasse ich jetzt schnell frei über den Kescher hier, dass wir nicht so weit runterschmeißen müssen. Dustin baut seine Führung mit diesem 56er Zander aus. Es steht 211,8 zu 81, doch Jan wirkt nicht besonders besorgt. Der Dustin hat gerade einen schönen Zander gefangen. Über 50 auf jeden Fall, habe ich mitbekommen. Also erstmal dickes Petri dafür. Ja, ist natürlich so. Klar, das ist ein Zander-Spot, hatte ich ja gesagt. Dustin kann natürlich auffangen. Aber das Gute ist, er geht weiterhin in Führung. Ich kann den Spot bestimmen und wir bleiben natürlich hier. Mein Ziel ist es, dass wir alle die Zander voll haben. Das wäre ideal. Es kann sein, dass wir sogar den ganzen Tag hier verweilen. Solange das denn fängt, ist alles gut. Nach 4 Zandern ist sowieso dann irgendwann Schluss vielleicht. Und ich muss auch meine 4 Zander fangen. Also, es bleibt spannend. Bleibt dran hier. Fisch, Fisch! Boah, ist der, aber ganz hart der Tock auch. Soll ich dir den Kescher geben? Ganz hart der Tock. Boah. Danke dir. Das hilft mir hier. Guter Fisch, ne? Ja, könnte auch wieder über 50 sein. Also,
geil. Also der Biss, hammergeil, Leute. Und das ist das, das liebe ich ja so beim Zanderangeln. Die Bisse sind ultra. Und er stößt richtig hier. Muss er nur rauskommen. Das ist das jetzt. Ja, nicht ganz so groß wie das in seiner, aber der hat Maß. Gut, der Biss, also wirklich. Natürlich immer so eine Sache hier mit dieser kurzen Rute. Lange Rute. Ah. Oh. Ja, wir haben ihn, da ist er. Ah, herrlich. Ein schöner Zander. Und der Push bleibt dran. Guckt euch das an hier. Auf Popeye Perch. Das ist sowieso die Farbe, die bei mir diesen Wettkampf voll geliefert hat. Also geil, Leute, richtig geil. Hat den auch voll drin. Also das ist ja, guck mal hier, wenn ihr mal raufzoomt hier. Der hat den so, so drin hier. 51. 51 cm, nicht ganz so groß wie das in seiner, aber immerhin ein Fisch. Auch Jan braucht nicht lange, um seinen Wertungszander in den Kescher zu befördern. Das Finale bleibt völlig offen. Fisch. Kannst du mir einen Kescher geben, Toni? Nehmen wir den uns nicht an, ja? Ist egal. Schöner Einschlag wieder, wa? Ja. Geil. Auch wieder so die Größe? Nee, kleiner. Aber das, boah, das ist auch 50, hundertprozentig. Nee. Nein! Nimm den anderen Kescher. Er war ja eigentlich schon auf dem Kescher drauf, ey. Puh. Naja, so ist es. War auch so um die 50, 48, 50. So ist es. Ja, ich hatte jetzt den nächsten Zander dran. Auch so ein 50er. Ist mir kurz vom Kescher leider weggegangen. Beziehungsweise hatte ich ihn schon über dem Kescher, dann ist er nochmal rausgesprungen und Schuss war er weg. Ich muss aber sagen, also auf der einen Seite bin ich natürlich, können das wichtige Punkte sein, auf der anderen Seite ja, muss ich heute auch nochmal die Führung abgeben, um auf Hecht angeln zu können. Deswegen bin ich da jetzt nicht ganz so traurig. Die Fische sind aktiv, die beißen. Mal gucken, was wir jetzt noch kriegen. Jan, es ist eine Weile nichts passiert hier an deiner Stelle. Wie lange wirst du ausharren, wenn jetzt hier nichts mehr kommt? Hast du noch einen Plan B für Zander? Oder? Hätte ich noch, aber ich glaube, die Stelle bringt noch Fisch. Also ich, Dustin hat ja auch noch einen Fisch dran gehabt, hing leider nicht, einen Biss gehabt. Und ich glaube, jetzt wenn ein bisschen Strömung kommt, jetzt sieht man das, die Schleuse geht wieder auf, Strömung kommt, dann beißen die Fische auch wieder. Wir haben immer so Phasen, wo mal was passiert, wo nichts passiert, aber der Spot ist sehr, sehr gut, sehr gut. Okay, aber sagen wir mal, eine Stunde lang passiert hier nichts mehr. Dann bleibst du trotzdem hier? Wahrscheinlich ja. Alles klar. Also Jan ist auf jeden Fall mit Ausdauer ausgestattet und mit Vertrauen in den Spot. Also wenn einer Sitzfleisch hatte, bin ich das. Alles klar. Na gut, du bist auch nur ein Fisch hinten. Ja. Aber wenn der kommt, dann könnte es halt auch schnell sein, dass das dann die Spot vorgeben kann, je nach Größe. Ja, richtig. Alles klar. Petri, ich hoffe, du fängst was. Danke, danke.
Jan, du bist jetzt mal ein bisschen nach hinten gelaufen, war aber auch nichts. War nix, nee. Du hast schon angekündigt, dass du ein bisschen Sitzfleisch mitgebracht hast. Aber Zeit ist kein Fisch in letzter Zeit. Ja. In den letzten 2 Stunden zumindest nicht. Aber ich habe richtig Vertrauen in den Spot, dass da noch was passiert. Na gut. Na gut. Ja, die Taktik, die Jan jetzt hier fährt, ist für mich natürlich extrem gefährlich. Weil er jetzt hier schon angekündigt hat, dass er zu einem Spot will, wo Barsch und Zander beißt, aber kein Hecht. Das heißt, er könnte eine Full Card relativ einfach machen. Und ich habe bis jetzt noch nicht einen Wurf auf Hecht gemacht, den ich natürlich brauche. Und ja, wir angeln heute schon 4 Stunden. Also wir angeln schon 4 Stunden hier an diesem Spot. Bis auf einen Zander bei mir und bei ihm. Gut, ich hatte den zweiten, der ist schon, war schon im Kescher, ist rausgesprungen. Ist aber nicht viel passiert. Jan hat echt Sitzfleisch. Aber klar, also taktisch ist es klug. Für mich gibt es gerade keine Chance, irgendwie den Hecht klar zu machen. Aber so ist das. Mal gucken, wie sich das jetzt noch entwickelt. Das Sitzfleisch ist aufgebraucht. Du willst jetzt doch einen Spotwechsel machen. Dustin ist auch einverstanden, dass wir sofort gehen, keine 15 Minuten. Ja, schwierig. Der Spot zu Anfang hat der Fische gebracht. Leider dann nicht mehr. Ich habe darauf vertraut. Hier sind ja auch ein paar Schiffe durchgefahren. Hier ist auch ein bisschen Strömung, aber irgendwie hat das nicht hingehauen. Deshalb neue Taktik natürlich. Wir fahren wieder auf die Buhne. Zander angeln, ganz klar. Mir fehlt noch ein Zander. Aber du angelst nicht auf Barsch. Du angelst vielleicht weiter auf Barsch. Auf Zander. Doch, das könnte euch Barsche auch, auf jeden Fall. Ne? Ich hätte noch einen Bar-Spot, der richtig gut ist, der auch bei mir in der Quali gut funktioniert hat. Den mache ich dann auch noch eventuell. Das kommt darauf an, wie sich das jetzt entwickelt. Alles klar. Aber erstmal Fokus Zander weiterhin. Fokus Zander, weil der fehlt mir ja noch. Na, du hast einen Zander. Ja, aber ich hätte gerne einen zweiten. Alles klar. Gut. Dann machen wir das. Jedes Jahr Weihnachten ist dasselbe Spiel. Bei Hecht und Barsch gibt es Rabatt, und zwar ziemlich viel. Jedes Jahr Weihnachten gibt es was geschenkt. Diesmal sind es tatsächlich 21%. Ja, ihr habt richtig gehört, bei uns im Onlineshop gibt es mit dem Gutscheincode Hashtag Danke 21 sagenhafte 21% Rabatt auf das gesamte Sortiment. Aber natürlich nur, solange der Vorrat reicht. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Shoppen und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ja, aber du willst fangen wie beim YPC? Unsere mehrstündigen Online-Kurse der Anglerschmiede bieten dir alle theoretischen Grundlagen und die Anwendung in der Praxis, um deinen Zielfisch noch besser zu verstehen. Sicher dir jetzt das Expertenwissen deiner YPC-Stars und werde auch du zur Fangmaschine. Sehr gut, sehr, sehr schön. Und so schnell kann es gehen. Here we go! Super geil. Ja, dann haben wir schon 2. Ja, Mann, fehlt nur noch der Barsch. Und da ist das Triple! Wie geil ist das? Yes!
Nice. Hey, Mission completed, ha? Mission complete. So, wir sind an deinem nächsten Spot. Entweder wolltest du uns ein bisschen auf den Arm nehmen oder du hast deine Meinung geändert. Also für mich sieht es hier jetzt schon eher nach Barsch aus. Ja, ich habe hier schön Barsche gefangen, aber ja. Zander wurden ja auch gefangen. Das stimmt. Und es gibt also beides hier. Vielleicht gibt es sogar ein Hecht. Also du kannst ja ein Hecht dann machen. Nein, aber es ist absolut Barsch. Also klar, also das ist natürlich jetzt voll Risiko, weil Dustin den Spot auch kennt. Er hat den trainiert auch. Er hat ihn, glaube ich, auch in der Competition gefischt. Und weiß genau, wie der funktioniert und so weiter. Und klar, er kann jetzt auch einen Barsch fangen. Mir fehlt der Barsch noch. Er kann upgraden. Und also ist schon deutlich mehr Risiko für mich als für dich, weil ne, du kannst hier deinen dritten Fisch fangen, den du brauchst, um die Full Card zu machen. Ich habe die Chance hier nicht. Deswegen ist, ja, ist die Ausgangslage für mich ein bisschen schlechter. Aber egal, so ist es. Aber das ist absolut spannend, oder nicht? Ja, 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 ja. Ich meine, für die Zuschauer ist das richtig spannend, weil das, jetzt entscheidet sich das. Jetzt ist mit der Taktik auch ein bisschen, das muss man ein bisschen angreifen. Ich hoffe noch nicht. Fußball. Ich hoffe, es entscheidet sich noch nicht. Aber in der 85. Minute kommt die Brechstange raus, so ist das nun mal. Und also bleibt dran, wir werden jede Menge Spaß haben. Wir haben noch, ich glaube, 4 Stunden. Ja, wir haben etwas mehr als 4 Stunden. Ja, oder ziemlich genau 4 Stunden. Leg los. Wir wollen Fisch sehen. Alles klar. Die ersten Würfe hier an der Spundwand haben jetzt keinen Fisch gebracht. Ist das für dich ein bisschen erleichternd oder glaubst du, dass hier so viel Fischaustausch ist, dass da ständig was nachkommt? Also hier ist auf jeden Fall Fisch da. Ich glaube jetzt nicht, dass jetzt Fisch nachkommen muss, dass wir fangen. Ich glaube, die müssen halt einfach irgendwie aktiv werden. Hier an dem Spot ist immer Fisch. Und klar, zusätzlich ist hier ein riesen Fischaustausch. Also ist eigentlich ein Spot, wo man immer Fische fangen kann. Deswegen erleichtert mich das jetzt nicht so sehr. Also Leute, das ist wirklich so ein Spot, da musst du sehr viel Gefühl haben. Hier sind Steine unten. Also das ist echt nice, der Spot hier. Aber auch nicht einfach zu befischen. Das muss echt Gefühl haben. Ist das Fisch? Ein Fisch? Fisch! 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 Das ist ein Fisch! Mann, Alvi! Boah! Ist der reingeballert, Leute! Ist der reingeballert! Aber wie! Der stand erst! Ich habe das erst gar nicht gemerkt. Ist das geil! Ist das geil! Jetzt geht der richtig zur Seite. Boah, was ist das denn, ey? Boah, was ist das? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Geht voll zur Seite. Es kann auch ein großer Barsch sein. Boah. Oder ein Hecht. Das ist ja Wahnsinn. Wahnsinn hier beim YPC. Und ich muss mich echt anstrengen, dass ich da überhaupt rankomme. Ich muss vielleicht ein Stück gehen, weil ich kriege ihn hier nicht raus. Also das ist jetzt, ist er voll in der Strömung. Könnte ein Hecht sein oder ein Zander. Ich weiß es nicht. Oder ein Rapfen. Weil Rapfen kämpfen hier auch gut. Ne? Wenn das ein Rapfen wäre, natürlich. Ja, aber der kämpft ja echt gut, ne? Hecht, ne Hecht, ne Hecht! Das gibt's doch nicht, ne Hecht hier! Und wie geht der? Der geht in die Bremse, du, das kann doch nicht wahr sein. Also da habe ich jetzt echt Schwierigkeiten, den überhaupt rauszukriegen. Kommt er? Nicht springen. Los, nicht springen. Jawohl! Jawohl! Und er wollte rausspringen! Hier ist er! Wahnsinn! Der Hecht! Und der bringt mir wertvolle Punkte. Und ja, ich glaube, ich übernehme damit die Führung. Das ist das Beste, was mir passieren konnte, um ehrlich zu sein. Hätte ein bisschen kleiner sein können. Ja, aber hier gibt es auch Hechte, sag ich doch. Ja, er ist natürlich ziemlich groß, das ist ärgerlich. Der ist lang, der ist über 80. Echt? Aber das ist natürlich für mich nicht so schlecht, weil
ich jetzt quasi auch auf Hecht angeln kann. Ein Hecht hier, du. Ich dachte, das wäre irgendwie vielleicht doch ein Barschen groß, hä? Aber so, ja, der Push kann halt die Hechte. Warum auch immer, die Hechte liegen mir. Kommt vielleicht vom Schweriner See. Hecht, die Hechtmagie. Aber mit Barschen, wenn es drauf ankommt, naja gut, was willst du machen, ne? Hauptsache es beißt. Der hat 80 plus, ganz locker, ist lang. So eine Krücke? Ey, der ist echt lang. Was ist das für eine Krücke, ey? Gibt's doch nicht. Aber 80 hat er nicht, guck, hat er nicht. Niemals, guck. Niemals hat er 80. Reicht doch. Der hat genau 76. Punkte für Jan. Er bringt sich damit in die Pole Position um den begehrten Pokal. Doch der Vorsprung ist knapp. Nur 11,5 Punkte trennen die beiden Kontrahenten. Ist natürlich immer schlecht, wenn der Gegner einen Fisch fängt, aber eigentlich habe ich jetzt noch 4 Stunden Zeit, oder sagen wir, wenn ich am Spot bin, 3 Stunden Zeit, um auf Hechte zu angeln. Ja, das hilft mir natürlich. So, jetzt eine kleine Moderation hier auf dem Weg, denn wir können keine Zeit verlieren. Wir haben einen 76er Hecht für Jan Pusch gesehen. Dadurch verlängert sich jetzt automatisch die Angelzeit um eine Stunde. Das ist bei den Regeln so festgelegt worden. Wenn es einen Führungswechsel gibt, also nur beim ersten Führungswechsel, geht eine Stunde obendrauf. Einfach um demjenigen, der zurückliegt, nochmal die Möglichkeit zu geben, einen Spot anfahren zu können, der ihm auch wirklich weiterhilft. Wir haben damit also jetzt noch 4 Stunden 40 Minuten, brauchen allerdings auch noch eine Weile zum Spot. Ich denke, 4 Stunden ungefähr bleiben das denn schöne, um hier nochmal zu reagieren. Ja, und wenn er ein Hecht fängt und Jan keinen, dann, also sofern der Maß hat, geht das Spiel wieder in die andere Richtung. Und dann fahren wir wieder irgendwo hin, wo Jan wahrscheinlich einen Barsch fangen möchte. Aber das ist jetzt erstmal Zukunftsmusik. Gestern hat das Hechtangeln bei Dustin überhaupt nicht gut funktioniert. Gucken wir mal, ob das heute anders ist. Die Bedingungen sehen ja zumindest mehr nach Hecht aus heute. Ja Leute, ich habe mir jetzt wieder Topwater rangemacht, wie ihr seht. Einfach, weil ich die 20 Punkte noch brauche. Hecht habe ich eigentlich. Ich mache noch ein Hecht, wäre auch nicht schlecht. Dustin ist hierher gefahren. Er meinte zu mir, er hat noch nie gefischt hier. Aber er sieht, das sieht einfach gut aus, meint er. Und vielleicht sind die auch Hechte. Bestimmt. Das Wasser ist ein bisschen klarer. Ideal für Topwater. Und ich habe hier meine Beetkasse jetzt rausgeholt. Weil das ein bisschen entspannter ist mit dem Werfen. Hier ist auch kein großes Schilf, kein großes Kraut. Wo vielleicht die andere Route, die lange Route vom Vorteil wäre. Deshalb die kurze Route, die Beetkasse. Und gut. So, das war's. Die 15 Minuten sind um. Das ist kein gutes Zeichen. Kein Biss, kein Fisch auf Hecht. Naja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich hätte mir das hier ein bisschen klarer erhofft. Es ist sehr trüb. Weiß nicht, ob das so gut für die Hechte ist. Mal gucken. Futterfisch ist auf jeden Fall da, ordentlich. Bis jetzt hat noch kein Hecht gepackt. Schwierig heute, schwierig. Also ich kenne einen Spot, wo Hechte beißen. Direkt an der Spundwand. Ja. Aber schon mal vor Dürzing gehabt. Das gibt's doch gar nicht, oder? Das sag mal, jetzt es ist doch der Hammer, oder nicht? Das hab ich nicht aufgepasst und geträumt. Das war echt der Hammer, ne? Ja. Das war nicht schlecht. Das ist. Ein Fisch? Nee, nee. Das ist Dreck. Das ist ein Ast.
voller Einsatz hier. Rutsche ich geradeaus und jetzt habe ich einen nassen Fuß. In den schönen Gamagatsu-Stiefeln bin ich einmal lang, das ist richtig glatt hier. Ja, das gehört alles dazu, ne? Also, ihr seht das hier, der Push setzt sich richtig ein. Also, Wahnsinn. Ich versuche mal mit dem Gummifisch jetzt lang zu fischen. Aber vielleicht kennen Sie den Spinnerbait schon. Einfach langsam reinholen, Spinner. Ja, oh. Nee. Ach, ist das spannend. Leute, Leute, Leute. Was für ein Finale hier. Unglaublich, unglaublich. Aber das macht richtig Laune jetzt, ne? Jetzt ist nicht mehr viel Zeit und man wird nervöser, ja. Ich liege, glaube ich, nur hauchdünn vorne und da kann alles passieren. Und wenn das in sein Hecht hat, dann bin ich sofort wieder am Zug und kann den Spot bestimmen. Dann geht es vielleicht wieder auf Barsche oder auf Zander. Schön den Nassen geholt hier, ey. Das ist geil, ey. Vorbei? Ja. Alter, das ist ein Stress, ey. Ist das ein Stress? Leute, das ist richtig Stress. Wir kommen am Spot. Er macht sofort Spotwechsel, kündigt an. 15 Minuten Zeit. Und es geht weiter. Also das ist jetzt richtig stressig. So, das, aber das ist Wettkampfangeln. Man kämpft immer gegen die Zeit und gegen den Gegner. Also, drück mir weiter die Daumen hier beim YPC. Wahnsinn, Wahnsinn. So, wir müssen weiter. Zeit ist Fisch. Ich habe jetzt wieder einen Gewässerwechsel angesagt. Wir sind schon im Auto und ich suche die Hechte. Ist nicht so einfach gerade. Gefühlt sind die nicht so aktiv, aber ich wechsle deshalb mal die Gewässergröße und nicht die kleinen Gräben, sondern gehe mal in einen bisschen größeren Kanal. Da habe ich auch mit Patrick geangelt. Es war Patrick Spot, aber ich habe da ein ganz gutes Vertrauen, weil ich dann 1,01 Meter gefangen habe und noch einen 63er. Mal gucken, ich hoffe natürlich, dass da was geht. Drück den Daumen. Ich würde sagen, das war ein Hecht. Oh nein, ne? Das tut mir echt leid. Ja, gerade ein Hecht drauf gehabt. Das ist der zweite Fisch, den ich jetzt verliere heute. Das ist natürlich sau ärgerlich. Das hätte mir die Führung gebracht. Also das ist einfach, ja, einfach scheiße. Einfach richtig scheiße. Kann man nicht anders sagen. Die Spannung ist wirklich grenzenlos. Dustin hat gerade ein Hecht verloren. Es gibt hier in diesem Kanal nach meiner Info auch Barsche. Jan scheint die Info nicht zu haben. Er fischt jedenfalls auf Hecht. Was ihm natürlich mehr bringen würde, wäre ein Barsch. Aber er guckt natürlich, was Dustin macht und orientiert sich an ihm. Und da Dustin auf Hecht fischt, fischt er auch auf Hecht. Es ist unglaublich spannend. Also und jetzt hat Jan einen Fisch. Voll aufgenagelt, auf dem Shatterbait, von Sproh. Wahnsinn. Wahnsinn. Nein! Nein, er ist weg! Kurz vorm Kescher, Leute! Ausgestiegen! Oh, Wahnsinn! Kurz vorm Kescher, habt ihr vielleicht gesehen? Keine Chance, hatte ich nicht. Kam hoch, ging raus, war weg. Aber hier sind Fische, hier sind hundertprozentig Fische. Hammer! Das gibt's doch gar nicht! Das gibt's doch nicht! Aber ich bin gespannt, was noch passiert. Also das ist ja Wahnsinn. Wahnsinn! Jan hat einen gefangen, ne? Er hat ihn verloren. Warum soll es nur mir so gehen, ne? Ja, die Hechte sind tatsächlich aktiv hier, ne?
War es ein schöner? Ich war nicht nah genug dran. Ich glaube, ähnliche Größe wie der, den du verloren hast. Also war kein Riesenfisch, aber auf jeden Fall. Wertungsfisch. Auf jeden Fall ein Wertungsfisch, ja. Man wünscht natürlich niemanden, dass er Fische verliert, aber. War nicht die schlechteste Nachricht des Tages. Ja. So Leute, dann lauft mal ein bisschen, weil Zeit ist Fisch! Gibt's doch gar nicht, ey. Was denn? Kurz vorm Kescher geht das Ding ab. Oh, Nachläufer. Aber wie? Nachläufer! Oh, ey, das kann doch nicht sein, ey. Wie viel Pech kann man denn haben? Wir haben jetzt noch 2,5 Stunden hier im Finale. Es ist wahnsinnig knapp. Jan führt weiterhin hauchdünn. 11,5 Punkte müssten es sein, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Und beide haben eben gerade ein Hecht verloren. Anschließend hatte Dustin noch einen Nachläufer. Das heißt, die Fische sind aktiv. Jeder Wurf kann jetzt den Gewinn bedeuten. Wir sind unfassbar gespannt, wer den YouTube Predator Cup 2021 gewinnen wird. Es ist alles offen. Mann, komm rein. Komm. Oh. Wenn es schnell gehen soll, geht's nicht schnell. Immer so. Das ist immer so. Spannung. Wahnsinn. Was für ein geiler Wurf. Gehen wir noch weiter, Dustin, oder bleiben wir hier? Wir gehen wieder zurück. Hat auch schon genug Glück. Alles gut. Oh, da steht er noch! Oh, jetzt ist er, er hat ihn genommen! Er hat ihn genommen und ich krieg ihn nicht. Wie kann man so viel Pech haben, bitte? Der hat den Köder richtig genommen. Ich habe ihn aus dem Maul rausgezogen. Gibt's doch nicht. Ja Leute, Wahnsinn. Ich habe mir jetzt auch ein Spinnerbait dran gemacht. Fisch wieder mit der Baitcaster. Unglaublich spannend. Also das ist ein Wahnsinn. Und es sind nur noch, ja, weiß ich nicht, 2 Stunden. Ich habe keine Ahnung, wie viel Zeit noch ist. Jedenfalls, ich fühle hauchdünn, wirklich hauchdünn. Und wenn das denn jetzt ein Fisch fängt, dann habe ich echt ein Problem. Und es sieht ganz danach aus, als wenn er gleich einen fangen würde. Weil die Fische sind aktiv, er hat ein paar drauf gehabt, leider hingen die nicht. Ich hatte auch einen drauf, kleineren, aber egal, hätte mir Punkte gebracht, verkeschert, abgegangen, Foto im Kescher. Ach, was wollen wir machen? Aber man darf nicht aufgeben und immer weitermachen. Jetzt regnet es auch nochmal, erschwerte Bedingungen hier, aber es ist unglaublich spannend, unglaublich spannend. Das ist doch, da haben wir oder nicht, das denn? Was sagst du? Komm! Ich ärgere mich immer noch über meine 4 verlorenen Fische. Ja. Ich hatte noch einen verloren, ne? Ja. Ich überlege, ob ich jetzt weiter auf Hecht angle oder ob ich... Ich habe 4 Hechte verloren gerade. Ob ich jetzt einfach probiere, ey, auf Zander zu gehen und dann zu hoffen, dass ich die größeren fange.
das ist die Überlegung. Mal gucken. An dem Spot fängt man eigentlich immer ganz gut, auch wenn es gestern nicht so super lief. Und heute Morgen auch nicht so gut auf Zander, aber was soll ich machen? Irgendwas muss ich noch machen. Muss noch mal angreifen. Dustin hat einen Spotwechsel angesagt. In 8 Minuten sind wir hier weg, aller Voraussicht nach, wenn kein Fisch mehr gefangen wird. Und wo es dann hingeht, ist ziemlich unklar, denke ich. Denn zwar braucht er einen Hecht für die Full Card, aber jetzt ist nur noch so wenig Zeit auf der Uhr, dass die Wahrscheinlichkeit natürlich immer größer wird, dass der YouTube Predator Cup Sieger gar keine Full Card braucht. Das heißt, er kann natürlich auch auf Barsch oder auf Zander angeln und einfach die größeren oder mehr Fische fangen als Jan. Ja, einfach ist das natürlich nicht, aber ich will damit nur sagen, ich kann mir mittlerweile vorstellen, dass er nicht mehr ausschließlich Hecht angeln muss, um zu gewinnen. Mal gucken, wie seine Taktik aussehen wird. Ich denke, er weiß es selbst noch nicht. Steht dein Plan schon? Nee, er steht noch nicht. Den entscheide ich am Auto. Mal gucken. Ich habe so viel Pech heute auf Hecht. Vielleicht probiere ich jetzt mal Zander zu angeln. Ich bin mir noch nicht sicher. 4 Stück habe ich verloren. Jetzt, oder beziehungsweise verloren. Einer war dran, der war dran, da ein Nachläufer. 3 waren dran und ein Nachläufer. Ja, das passiert. Und einen Zander heute Morgen habe ich natürlich auch verloren, deswegen weiß ich nicht. Aber ich glaube, ich gehe Zander angeln. Weiß ich aber noch nicht. Und die Sache ist, bei der Zanderstelle sind keine Hechte, dafür aber Barsche. Risiko, 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 aber mal gucken, ich entscheide es gleich. Was für eine Spannung. Dustin hatte Fische gehabt, hat er nicht bekommen. Bei mir am Kescher geht das Ding ab. Kein Riese, aber der hätte mir natürlich in der Competition richtig Punkte gebracht. Es ist Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Und es ist noch ungefähr eine gute Stunde Zeit, denke ich mal so. Ich habe das nicht genau drauf. Dustin überlegt, ob er Zander angelt oder Hechte angelt oder wie auch immer. Der nächste Fisch entscheidet einfach, das denke ich mal. Und er hat halt gute Karten, weil er den Spot bestimmen kann und ich hinterher dackeln muss. Aber so ist einfach Angeln. Also mehr Spannung geht ja gar nicht. Ich finde es einfach entspannt. Und das macht mir so viel Spaß hier. Und es ist echt hauchdünn. Und wer auch immer gewinnt, hat das natürlich verdient gewonnen. Aber es ist echt knapp. Es ist echt knapp, Leute. Ja, ein bisschen ärgerlich jetzt. Wir können leider meinen Zander-Spot nicht angeln, weil Jan mit seinem Handy ein technisches Problem hatte und die Fispass-App irgendwie nicht funktioniert hat. Er sich die Karte dafür nicht kaufen konnte. Mit jeder Adresse, außer mit seiner, hat es funktioniert. Bei ihm leider nicht. Naja, ist halt so. Deswegen, das lag nicht an seinem Handy, ne? Lag nicht an seinem Handy, genau. Lag irgendwie aus irgendeinem Grund an seiner Adresse, an seiner Postleitzahl, Hausnummernkombination. So wurde das zumindest angezeigt. Ja. Ist natürlich Quatsch, weil er genau auf die Adresse einen gültigen Fistpass hat. Ja. Ja. Ja, ist ärgerlich. Er ist mein Plan total durcheinander gebracht. Gut. Was sollen wir machen? Ist jetzt so. Hoffentlich fange ich dafür jetzt ein Hecht. Wahnsinn, ey. So viele Möglichkeiten gehabt, schon den Hecht zu fangen jetzt. Ach, Mann. Weißt du schon, wo es hingeht? Wenn ich jetzt nochmal 2 Hechtstellen anfangen, oder die eine davon, entweder dahin nochmal, wo ich die 4 Fische hatte, nur nicht rausbekommen habe, oder da, wo ich gestern den Barsch gefangen habe und in der Vorrunde gut Hecht gefangen habe. Werden wir mal sehen. Ja, die Hechte mögen mich heute nicht. Ich habe mich jetzt dagegen entschieden und probiere jetzt alles auf eine Karte, beziehungsweise probiere ich nicht. Ich setze alles auf eine Karte, hoffe, dass ich noch einen Zander fange an dem Spot, wo wir heute Morgen angefangen haben und Jan keinen.
natürlich eine mutige Herangehensweise, nachdem wir 4 Stunden heute keinen Biss da hatten. Aber irgendwas muss ich machen und das mache ich jetzt. Wünscht mir Glück. So, wir sind jetzt an der Stelle, an der heute Morgen alles begann, an der dieses Finale eröffnet wurde. Es bleibt eine halbe Stunde Restzeit für Dustin Schöne, um einen Fisch zu fangen, der maßig ist. Dann würde er die Führung übernehmen. Jan Pusch kann natürlich auch einen fangen. Fangen beide einen Fisch, dann entscheidet natürlich die Größe. Dustin liegt 11,5 Punkte hinten. Und ich glaube, er hat den Spot jetzt nicht unbedingt angefahren, weil er hier so wahnsinniges Vertrauen drin hat. Natürlich hat er hier jetzt schon Fisch gefangen, aber es kam auch eine ganze Weile nichts. Aber er war schlichtweg in der Nähe von der letzten Stelle. Und da natürlich die Uhr tickt, ist er jetzt die Stelle hier angefahren und hofft natürlich, dass mindestens ein Zander bei ihm im Kescher landen wird. Ob das klappen wird, das sehen wir jetzt. Auch wenn es eine fischarme Partie ist, mehr Spannung ist kaum möglich. Ein einziger Biss, ein einziger maßiger Fisch kann in den letzten Minuten dieser Staffel entscheiden, wer den Pokal mitnimmt und sich YouTube Predator Cup Champion 2021 nennen darf. Es läuft die letzte Minute des YouTube Predator Cup 2021. Das ist der Timer. Aus. Es ist vorbei. Jawohl! Ja! Jetzt habe ich das Ding abgerissen. Egal! Wahnsinn! Da ist er! Jawohl! Vielen Dank für die Unterstützung. Mega geil. Herzlichen Glückwunsch, Jan. Alles Gute. Herzlichen Glückwunsch. War geil. Also, alles Gute. Danke. Hast geil gefischt. Ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, ich wäre nicht enttäuscht. Ich weiß, aber ey, du hast das Ding schon mal gewonnen. Ja, jetzt haben wir das beide gewonnen. Ja, ja. Ist das mega, Leute, ich bin völlig fertig. Geil. Richtig geil. Dustin, ich möchte dir auch gratulieren zu einer extrem guten Leistung im gesamten Turnier. Und auch heute, du warst heute nicht vom Glück geküsst. Das nee. Kann man echt nicht sagen. Also, aus verschiedenen Gründen. Im Catcher ein Zander noch mal rausgesprungen. 4 Hechte drauf gehabt, nicht gekriegt. Dann war ich ein bisschen enttäuscht, dass ich meinen Plan wegen technischer Probleme nicht durchführen konnte. Aber ja, so ist es. An der Stelle möchte ich auch noch mal ganz kurz erwähnen oder klarstellen, dass Dustin sich extrem fair verhalten hat an dieser Stelle. Ist natürlich nicht vorherzusehen, dass man an einen Spot fährt, an dem es grundsätzlich möglich ist, eine Angelberechtigung zu erwerben. Das auch online zu machen, das wurde ja auch im ganzen Turnier immer so gehandhabt. Leider war es aus irgendwelchen Gründen nicht möglich, mit Jans Adresse dort einen Fispass zu kaufen. Das hat uns natürlich vor Probleme gestellt. Und bevor wir eine Lösung finden mussten, beziehungsweise ich als Schiedsrichter ein Machtwort sprechen musste, hat Dustin gesagt von sich aus, komm, wir fahren woanders hin und ich probiere mein Glück woanders. An der Stelle möchte ich mich dafür nochmal bei dir bedanken. Also das geil. War alles klar. Wirklich danke sehr, sehr fair. Dir. Ob es da anders gelaufen wäre, weiß man natürlich nicht. Aber es ist natürlich immer blöd, wenn man seinen Plan nicht durchziehen kann, den man sich gesteckt hat. Letztendlich muss man sagen, an beiden Tagen, die Fische haben echt nicht mitgespielt. Nee, also, das war schwierig. Es war schwierig, aber wir haben ja ein paar Fische gefangen. Ja, aber 6 Fische zu zweit in 2 Tagen ist schon echt wenig, muss man sagen. Haben wir also, mehr gefangen. Petrus, haben nur nicht gezählt. Das stimmt, aber 6 Wertungsfische am Ende, jeweils 3. Deine waren einen Tick größer, deswegen bist du YouTube Predator Cup Sieger. Ich möchte mich ganz kurz bedanken. Ich muss mich bedanken. Ja. Erstmal bei meiner Frau natürlich. Ganz großen Dank für die Unterstützung von meiner ganzen Familie. Alexander Wolkowski, Sascha, Finnwal, Germany. Vielen, vielen Dank. Finnwal, Ukraine. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Finnwal, Berlin natürlich. Und Salah El Babushi von Spro. Danke, danke. Geil. Das war eine richtig geile Staffel. Aber sie ist noch nicht ganz vorbei, denn wir müssen noch einen Pokal übergeben. Und das machen wir nicht hier, den haben wir nämlich nicht mit, der hat nämlich nicht ins Auto gepasst. Und deswegen sehen wir uns gleich bei der Siegerehrung.
Bevor ich die beiden Finalisten jetzt hier auf unsere schöne Bühne hole, möchte ich mich natürlich auch noch bedanken. Zum Ersten bei unserem Produktionsteam, bei allen Kameraleuten, bei allen Cuttern, bei Charles Rettinghaus natürlich, bei unserem Team auch im Office, die alle mitgewirkt haben an diesem Projekt. Vielen, vielen Dank, dass ihr so viel Einsatz gezeigt habt und mit viel Mühe, aber auch natürlich mit viel Talent in der Lage wart, so eine geile Staffel zu produzieren. Vielen Dank. Dann möchte ich mich natürlich bei allen Teams bedanken, bei allen Firmen, die Angler angemeldet haben zu diesem Turnier, die Anglern und Anglerinnen die Möglichkeit gegeben haben, hier mitzufischen. Vielen, vielen Dank. Ohne euch wäre das nicht möglich gewesen. Dann möchte ich mich natürlich ganz, ganz herzlich beim Hauptsponsor Finnwal bedanken, aber natürlich auch bei allen Nebensponsoren, die dazu beigetragen haben, dass wir dieses Turnier durchführen konnten und natürlich auch, dass wir noch ein richtig, richtig geiles Preisboot ja nicht verlosen können, sondern in dem Fall verzocken können. Nämlich 4 Angler werden mit ihren Lieblings-YouTube Predator Cup Anglern um die Wette angeln und haben die Möglichkeit, dieses Boot zu gewinnen. Und da hat Humminbird geile Technik zur Verfügung gestellt, Mercury einen geilen Bootsmotor, Pega einen geilen Trailer und natürlich Finnwal, eine richtig geile Schale. Vielen, vielen Dank dafür. Und dann möchte ich mich natürlich bei euch bedanken, bei den Zuschauern, die mit der Tatsache, dass ihr jeden Sonntag immer wieder eingeschaltet habt, dafür sorgt, dass es überhaupt so viel Interesse von allen Seiten am YouTube Predator Cup gibt. Es ist zum Teil Teil eurer Woche geworden. Viele Leute von euch treffen sich mit Freunden. Es ist integriert in den Tagesablauf bei vielen. Und das bedeutet mir wahnsinnig viel und dafür möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken. Dann würde ich sagen, das sind genug Dankesworte. Wir wechseln zum Lob. Dustin Schöne ist ja vielleicht der beste Turnierangler, den wir in Deutschland haben. Heute war nicht unbedingt vom Glück geküsst. Das kann man wirklich so sagen, glaube ich. Petrus und er waren nicht so ganz auf einer Wellenlänge. Aber das soll die Leistung nicht schmälern. Dustin, komm her, herzlichen Glückwunsch. Unglaubliches Turnier wieder, das du gefischt hast. Danke für die Worte. Man kann nicht immer gewinnen. Leider. Du hast jetzt 3-mal mitgemacht, persönlich. Letztes Jahr wurdest du vertreten, aber da, wo du persönlich mitgeangelt hast, hast du 1-mal gewonnen, 1-mal warst du im Halbfinale. Heute war es Platz 2. Ja. Mit ein bisschen mehr Hechtglück hätte es vielleicht auch zu Platz 1 gereicht. Ja, so ist es beim Angeln. Jan hatte auch Pech, wir hatten beide Pech. Am Ende hat es nicht gereicht, aber es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und an der Stelle will ich mich auch nochmal bedanken, und zwar bei euch. Ne? Es war echt wieder ein geiles Turnier. Jedes Mal, wenn ich es mitgemacht habe, war es echt geil, hat sehr viel Spaß gemacht, auch wenn es sehr viel Druck war. Deswegen nochmal an das ganze Hecht- und Barsch-Team vielen, vielen Dank. Gerne. Und auch sehr an die gerne. Zuschauer natürlich, die fleißig zugeguckt haben, mir die Daumen gedrückt haben. Vielen, vielen Dank. Danke für die warmen Worte. Und wir machen weiter mit dem Gewinner der 4. Staffel. Letztes Jahr lief es nicht wahnsinnig gut, muss man echt sagen. Dieses Jahr ist er komplett anders an die Sache rangegangen, hat sich sehr gut vorbereitet, hat einen sehr guten Coach und hatte am Ende, muss man sagen, auch einen Lauf. Also es ist dann wirklich alles gelungen. Heute auch einen Fisch verloren. Also nicht alles, aber doch sehr, sehr viel gelungen. Herzlichen Glückwunsch, Jan Pusch, komm her. Ja, danke. Danke. Wahnsinn. Von Finnwal übrigens. Von Finnwal. Danke. Komm in unsere Mitte. Danke. Ja, das ist Wahnsinn, das ist mega. Das Format ist unbeschreiblich. Also ich kenne das ja von den Turnierangeln so. Man ist im Team und kämpft gegen andere Teams. Dustin kennt das auch. Hier ist man wirklich ganz alleine. Man muss alles alleine machen. Natürlich hat man einen Coach und ich hatte mit Zalla wirklich einen guten Freund, der mir geholfen hat, weil Uferangeln eigentlich so. Aber ich denke mal, ich war ganz erfolgreich auch vom Ufer. Wir haben gezeigt, dass wir Bootsangler, du bist ja auch Bootsangler, sehr erfolgreich auch vom Ufer angeln können. Und das macht mich stolz. Und ich bedanke mich natürlich auch bei euch, die mich unterstützt haben. Und das Ding hier geht nach Mecklenburg-Vorpommern, nach Schwerin. Das ist richtig. Mega. Ja, das ist die perfekte Überleitung, würde ich sagen. Das Ding darfst du heute mit nach Hause nehmen. Dein Name ist bereits drauf, übrigens. Jan Pusch für Finnwal gewinnt das Turnier. 2023. Wahnsinn, Leute! Vielen, vielen Dank! Das ist Endstand! Endstand, sage ich euch! Das haben wir.
Ich bin richtig glücklich, wie ihr seht. Ich habe mich echt hammerhart vorbereitet. Und ich bedanke mich natürlich auch bei euch, bei dem ganzen Team von Hecht und Barsch für das tolle Event. Also der YouTube Fairway Cup ist einfach einmalig. Und das Ding zu gewinnen, Dustin hat es ja auch schon gewonnen, ist einfach unbeschreiblich. Unbeschreiblich. Da ist er! Herrlich. Ich bin glücklich. Herzlichen Glückwunsch, Jan. Danke. Danke. Wahnsinn. Wir verabschieden uns. Wir wünschen euch ganz, ganz frohe Weihnachten. Heiligabend ist zwar schon vorbei, aber ein paar Feiertage haben wir ja noch. Einen guten Rutsch natürlich ins neue Jahr. Viel, viel Petri in 2022 und natürlich extrem viel Spaß mit weiteren YouTube Predator Cup Folgen. Wie ihr wisst, gibt es ja nicht nur das Uferturnier, sondern auch zwei andere. Und dabei viel, viel Spaß. Macht's gut. Ciao. 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 Oh, ich kriege den gar nicht hoch. Der ist so schwer. Wie Toni schon erwähnt hat, geht der YPC schon in wenigen Wochen wieder los. Zunächst allerdings in völlig neuen Gewändern. Erst zeigen wir euch die erste Staffel des YPC Bass, bei dem 10 Teams in Italien auf den weltweit beliebtesten Turnierfisch, den Black Bass, fischen. Kurz darauf präsentieren wir euch dann mit dem YPC Boat unser erstes reines Bootsturnier, bei dem 12 Duos alles daran setzen, möglichst große Hechte, Barsche und Zander in die Wertung zu bringen. Danach folgt das YPC Fan-Turnier, bei dem einer von 4 Zuschauern das sagenhafte Finval Rangy mit nach Hause nehmen wird. Und dann sind wir im Kalender auch schon wieder beim großen Uferturnier, in dem Jan Pusch versuchen wird, seinen Titel zu verteidigen. Jetzt gibt es aber nochmal ein paar Highlights von einem wirklich packenden Turnier 2021. Dazu ein letztes Mal Earth von Tilden Park auf die Uhren. Und dann wünschen wir viel Spaß beim Shoppen in unserem alljährlichen Weihnachts-Sale. Bleibt gesund und kommt gut ins neue Jahr. Ciao. I just bang on the set list. Going past supper when I came for the breakfast.
gold in my soul, got the same on my neck, please, bitch.